Mit einem Festakt im Maximilianeum beging die SPD-Landtagsfraktion den 100. Geburtstag des Freistaates Bayern. 750 Gäste nahmen an der Reise durch die Geschichte Bayerns teil, die nicht unwesentlich von der Sozialdemokratie mitgeprägt wurde. So führte die politische Revue von der Proklamation des Freistaates durch den unabhängigen Sozialdemokraten Kurt Eisner am 8. November 1918 bis in die Neuzeit. Stationen waren unter anderem die Einführung des Frauenwahlrechts, die vom SPD-Ministerpräsidenten Wilhelm Hoegner geschriebene bayerische Verfassung oder der Widerstand gegen die Atomaufbereitungsanlage in Wackersdorf, die den Einstieg in den Atomausstieg markierte. Gewürdigt wurde auch die Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes durch die bayerischen SPD-Abgeordneten, die sich als einzige Parlamentarier gegen die NS-Herrschaft gestemmt hatten. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Markus Rindersbacher schloss mit den Worten Kurt Eisners, die heute noch so aktuell und gültig sind wie zum Zeitpunkt der Proklamation des Freistaates vor 100 Jahren. Jedes Menschenleben soll heilig sein. Es lebe die Bayerische Republik. Herzlich willkommen in der Herzkammer der Demokratie.